Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Harry Potter. Warum schlottern denn hier alle so mit den Beinen? Heieiei. So, wir müssen jetzt hier weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was hier als nächstes kam. Ich bin tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber an den Gefangenen von Azkaban kann ich mich so gut wie gar nicht mehr so richtig erinnern. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich komme heute mit der Aufnahme gut durch, weil ich gar nicht mehr so viel Platz habe auf meiner Aufnahmeplatte. Ist ja etwas doof. Da hinten, guckt euch das mal an, diese Mosaikfenster. Vom Quidditch. Richtig genial. Oben links Ravenclaw, rechts Hufflepuff, unten links Gryffindor und unten rechts Slytherin. So, ach, hi Dumbledore. Hallöchen. So, sing mal das Glas kaputt. Wobei ich glaube, dass sie das damit nicht zum Kaputtgehen gebracht hätte. Oh, wir gucken nochmal auf die Karte des Rumtreibers, genau. Harry fragt sich, wer das ist, der auf dem Bild seiner Eltern mit ihm als Baby im Arm zu sehen ist und der jetzt hier auch gerade in Hogwarts rumläuft. Wer würde sich das nicht auch fragen? Ich bin mir tatsächlich gerade gar nicht mehr sicher, ob ich das richtig im Kopf habe, wer das ist. Ich will das jetzt aber auch nicht sagen, weil ich nicht möchte, dass da irgendjemand von euch im Vorfeld schon... Ach, wir haben da die Anzeige, wo er gerade ist. Dass da irgendjemand von euch im Vorfeld schon gespoilert wird, der sich vielleicht gar nicht mit der Geschichte auskennt. Deswegen möchte ich das noch nicht erzählen. So, da haben wir einen neuen Ritter mit einer Schatzkiste. Da oben können wir noch was ins Leuchten bringen. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich muss jetzt hier heute auch ganz, ganz sehr darauf achten, ob und wann. Yeah. Ob und wann ich hier irgendwie... Ah, jetzt bringt uns das nichts mehr, ne? Die Spinne hat wahrscheinlich auch keinen Bock mehr, das mal weiterzumachen. Wir müssen aber irgendwo... Wahrscheinlich ist er da drin. Ja, genau. Da ist der zweite Schlüssel. Ich bin schwer verwirrt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. So. Und mal wieder schleichen wir uns unerlaubt des Nächtens durch Hogwarts Gänge. Und wecken die Gemälde auf. Schämlich, Harry. Ah, guck mal, mit den Rittern ist diesmal irgendwas. Da bekommen wir... Habe ich womöglich hier hinten irgendwo einen Ritter übersehen? Ja, habe ich. Seht ihr? Seht ihr? Gut, dass ich nochmal eben fix zurückgegangen bin. Ich bin tatsächlich sowieso mit dem Stats-Sammeln ein bisschen nachlässig geworden. Wird jetzt aber sich wahrscheinlich diese Folge auch nicht unbedingt verbessern. Daher, dass ich einfach gerade ein bisschen gucken muss. Das wäre jetzt natürlich doof, ne? Wenn ich dann auf einmal nicht mehr weiter aufnehmen kann, weil meine Platte voll ist. Ich aber an keinem Punkt bin, wo ich speichern kann. Das wäre mehr als ungünstig. So, und wisst ihr, was auch noch ungünstig ist? Dass ich vergessen habe... Hallo Handy. Dass ich vergessen habe, meine Stoppuhr anzustellen, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Das ist doof, weil die brauche ich nämlich, dass ich so ganz grob einschätzen kann, wie der Stand der Dinge ist. So. Ja, ja. Okay, was können wir jetzt hier? Muss das da auf das... Muss ich die einfach nur stapeln oder wie oder was? Nee, ich will das eigentlich, wenn dann schon normal da draufsetzen. Keine Ahnung, ob da jetzt noch irgendwie was anderes... Da können wir nichts machen, dafür bräuchten wir Hermine. Das funktioniert nicht, das sind unsere Beine zu doof für, hätte ich fast gesagt.
Ist ja auch hier diskriminierend, als ob die sich das nicht eben drei Minuten, als ob die sich nicht eben vier dieser Teile merken könnten für ein Minütchen. Wo hier wie was wohin gehört. Ich höre Irrwichte. Ja, da ist ein Irrwicht. So. Und hier brauche ich wieder Wingardium Leviosa. Das brauche ich auch irgendwie. Ich habe so das Gefühl, klar, Wingardium Leviosa ist auch die Sache. Muss ich die Pflanze damit kaputt hauen oder wie? Tatsache. Jetzt haben wir dieses Ding hier. Und wo kommt das hin? Dafür bräuchten wir rein theoretisch irgendwo. Ein. Ich komme nicht auf den Namen. So ein Topf, so ein Kelch. Halt. Kessel wollte ich sagen. Ah, den können wir anscheinend hier zusammenbauen. Ja, das sieht sehr danach aus. Sehr gut. Okay. Diesmal hatten wir tatsächlich erst die erste Zutat, bevor wir den Topf hatten. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie wir an die anderen Zutaten kommen. Wir brauchen noch so eine Blume. Die bekommen wir vielleicht da hinten von der Schlange. Obwohl, nee, da haben wir ja schon das andere bekommen. Eine Blume und so ein Skelettteil. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Ha. Was da oben? Das ist so ein Wappen wahrscheinlich. Ah, nee, guck mal, da hatten wir die Blume. Irgendwas müssen wir hier sicherlich mitmachen. Das habe ich bestimmt falsch zusammengesetzt. Ach, dahinter war die Markierung. Ach so. Kann ich das auch auseinanderschießen? Weil es ist nämlich so falsch rum. Aha. So. Gut, jetzt brauche ich das Grüne. Das Grüne... Ach, Harry, geh doch mal da weg. Oh, das nervt mich so ein bisschen, dass die Charaktere in dem Spiel hier oft noch retardeter sind, als ich eh schon bin. So. So, und da ist nämlich der Griff drin, den wir dann ziehen müssen. Und hier haben wir auch den Knochen, den wir brauchen. Okay, jetzt werden wir wieder zu Popeye. Flop. Und zieh. Und der muss jetzt da rein. Und jetzt haben wir hier die Tür offen. Diese Mechanismen hier in Hogwarts, das ist ja Wahnsinn. Was auch immer wir hier machen müssen. Das Ausgraben und da gibt's Kirschen. Das heißt, wir werden hier auch wieder irgendwo einen Topf finden. Den nehmen wir direkt mal mit. So, Ron, da brauchen wir mal dich und dein Ridiculus. So, ja, die dicke Spinne mit den... Oh, hier brauchen wir Harry. Mach mal auf. Hey,
immer diese Niesereien in Aufnahmen. Da muss ich dann immer gucken, dass ich das nicht vergesse, das hinterher rauszuschneiden. Es wird echt Zeit, dass ich mal wieder hier komplett gesund bin. So, da unten können wir so eine Spinne herbekommen. Die Frage ist nur, nach wie vor... Was ist mit dem Topf? Wo ist der Kessel? Ach, da ist der Kessel. Ha! Zieht euch zurück, ihr Teile. So. Da kommen wir jetzt an die Spinne. Das Fleisch bekommen wir woher? Irgendwo hierher? Was auch immer das hier ist. Die werden es bestimmt gleich erkennen. Ah, das war ein Brunnen für eine Pumpe. Okay, ah, und jetzt können wir da hoch. Ah. Jetzt müssen wir die Katze grillen. Nein, müssen wir nicht. So, wir müssen aber noch rausfinden, tatsächlich, was wir machen müssen. Was will denn die Katze hier von uns? Hier? Kitty, 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 kitty. Ja, ja, ja. Oh, da ist Fisch. Warum sieht der Ron nicht? Fisch, du bist doof. Nein! Jetzt können wir... Ach, das ist anscheinend so gewollt. Aha, ja, sehr gut. Wunderbar! Miss Norris war als Ablenkungsmanöver gedacht. Ach ja, ich soll vielleicht auch was trinken. Jetzt sind wir unsichtbar. Jetzt sollten wir wahrscheinlich oben an Filch vorbei können. Richtig? Richtig. Diesmal hat er Ron. Ärgern wir mal wieder Miss Norris. Aber wo müssen wir denn jetzt weiter? Irgendwas. Was müssen wir denn hier machen? Hinten kaputt zaubern? Nee, können wir auch nicht. Muss Ron vielleicht auch was davon trinken? Nee, dann ist Harry nicht mehr unsichtbar. Doch, jetzt sind beide unsichtbar. Ich weiß aber nicht, ob mir das was bringt. Ah, doch, natürlich. Ron. Wir müssen das beide runterzaubern. Sehr gut. Hey, es wird doch. Ich bin diesmal gar nicht so dämlich, wie ich immer dachte. Aber jetzt wäre es auch schön, wenn ich langsam zu einem Ende käme. Weil ich sonst gleich ein Problem habe. Okay, das wird zusammengezaubert. Echt, ich hasse Spiele ohne Speicherstand. ohne Speicherfunktion, wo ich speichern kann, wie ich gerade Bock drauf habe, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist halt zum Aufnehmen echt mega nervig. Jetzt schläft der ein und schmeißt uns gleich den Schlüssel hin. Jawohl. Der kommt jetzt da rein. Ah. Hey. Hm. 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 Hä?
wir haben das Level genau passend abgeschlossen. Ja, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Da haben wir die Person nicht gefunden, die wir verfolgen wollten. Snape hat uns aber gefunden. Tja. Snape mal wieder. Da hat er uns entdeckt, bevor wir hier irgendwie unser Dingsbums in die Tat umsetzen konnten. Unseren Plan in die Tat umsetzen konnten. Aber ihr Lieben, ich gehe in den tropfenden Kessel, dass es auch wirklich gespeichert wird. Ich verabschiede mich für heute erstmal wieder von euch. Morgen geht's dann weiter mit Lego Harry Potter. Danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!